Übertreiben. Ich darf es nicht übertreiben, liebe Leute. Wir haben gerade auf Twitch eine schöne Runde Assi-Toni geguckt. Jetzt ist es aber Zeit, uns hier wieder mit den ernsten Dingen des Lebens zu beschäftigen. Wir zocken ein bisschen XCOM. Wir haben gestern ein Retikulana-Raumschiff abgeschossen. Total geil. Damit haben wir nämlich eine ganze Reihe neuer Technologien für unsere Wissenschaftler freigeschaltet. Zum Beispiel die Retikulaner Laser Gun, die Plasma Gun und den Fusionsreaktor. Jeweils die Retikulaner Version. Jetzt werde ich hier gefragt, ob BuckHH noch lebt. Ja, du lebst noch und du hast sogar schon einen Abschuss in deinen drei Gefechten rausgeholt. Ne? Was war das denn für ein Schmachmann? Ach, Ernie, das... Das kann ich dir nicht erklären. Das kann ich dir nicht erklären. Huhu. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Marc-André ist auch so eine Hausnummer, Alter. So, wir haben nochmal 20 Wichte bekommen und wollen weiter Chips fälschen. Ja, das ist tatsächlich ganz praktisch. Wir stellen aus 1000er Chips 200er Chips her. Indem wir halt rumfälschen. Aber wir haben hier in unserer Werkstatt Platz für 105 Wichte und nur 65 Arbeitende. Das heißt, nach und nach müssen wir da mal immer noch ein paar nachkaufen. Wahrscheinlich werde ich aber auch realistisch gesehen gleich ein paar... Wie viele Plätze haben wir jetzt hier noch in der Werkstatt übrig? 40. Ja komm, dann nehmen wir aus unserer Hauptbasis 40 Wichte von der Weinproduktion mal eben weg. 40 habe ich gesagt, so. Und diese 40 Wichte schicken wir jetzt in die zweite Basis, damit sie stattdessen Geld fälschen können. Kostet uns zwar erstmal 11.000, aber dann sind sie da drüben in der anderen Basis. Das ist ganz schön. Wie geht's dir, kleine Ho? Flair-Taste musst du kurz weg. Jetzt hast du Assi-Toni verpasst, Flair-Taste. Musstest du dir die Pizza verdienen, ne? Ja, ja, ich kann mir das vorstellen. Ich habe genug Casting-Couch-Videos gesehen, um zu wissen, wie das abläuft. Ne? Da kommt einer rein, gibt dir ein Stück Pizza und dann 5 Minuten später kommt er wieder und will die Schulden eintreiben und du hast kein Bargeld und dann müsst ihr euch außergerichtlich einigen. Auf der viel zu kleinen schwarzen Couch, die bei dir steht. Ja, ja. Nein, aber vielleicht hast du mal kurz realistisch. Kennst du Assi-Toni? Du kennst Assi-Toni, oder? So, wir haben uns so betrunken, dass wir unsere Kanone während einer Party gezückt haben und all unsere Mädels, also unsere hier euch quasi, auf der Party bedroht haben und dann irgendeine komische betrunkene Rede gehalten haben, die nicht wirklich gut angeschlagen ist und die Leute sehen das als schlechtes Omen und machen sich über unsere psychische Gesundheit tatsächlich Gedanken und wir haben 50 Ruhm verloren. Das ist nicht so schön. Du kennst Assi-Toni nicht! Nein, Flair-Taste! Verdammt! Mache ich Assi-Toni nochmal an? Nein, wir machen vielleicht nachher nochmal zwischen den Parts. Jetzt zocken wir erstmal eine Stunde und dann machen wir vielleicht nochmal Assi-Toni an. Nur für Flair-Taste. Halt dich so lange zurück und Google ist nicht selbstständig, Flair-Taste, du wirst ihn lieben. Zweite Runde Spare Ribs. Mach an, sagt Nacho. Nee, nach dem Part, im nächsten Part gucken wir uns das an. Wir zocken jetzt erstmal eine Stunde XCOM, liebe Flair-Taste, und dann zeige ich dir Assi-Toni. Bitte Google es nicht alleine, ich möchte es dir gerne zeigen. Ja? Wir haben hier ein gegnerisches Raumschiff und zwar ein Megapol Cruiser. Ist ein kleines Raumschiff. Ich bin mir nicht ganz sicher, wir werden mal versuchen, das Ding mit unserem neuen Raumschiff abzuschießen. Wir haben uns ja gestern ein neues Flugzeug gebaut, die Predator. Und Azrael und Ikama werden dort als Piloten eingesetzt, fliegen jetzt mit der Predator los. Und das ist halt ein richtig... für unsere Verhältnisse auf jeden Fall ein richtig guter Abfangjäger. Und ich hoffe, dass er mit so einem Polizeicruiser von Megapol hier mithalten kann. Auf jeden Fall sollten wir... Und für mich kenne ich nicht... Ach so, hallo Mr. Gabel. Ja, stimmt. Habe ich nicht gesehen. Bis gerade. Just a Little Ho behält ihre Meinung zudem bei sich. Schade eigentlich. So, Schiff ist auf einem Abfangkurs. Wir hoffen mal, dass wir das Ding weggeschossen bekommen. Wie sieht denn das aus? Ja, den kriegen wir weg. Mit unseren neuen Stingray-Raketen. Boom, boom, boom. Sofort brennt abgestürzt. Sehr gut. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich euch da reinschicken will in die Schlacht. Und ich glaube, ich habe Bock drauf, Leute. Ich glaube, ich bin geierig. Komm.
Wir nehmen die Sky Ranger und fliegen in die Mission. Ich pack unser Schiff nochmal. Wir haben jetzt also ein Polizeiraumschiff abgeschossen und das werden wir jetzt looten. Dazu packe ich meinen Koffer und zwei Plätze sind noch frei, weil wir so viele Verwundete haben. Wir warten also kurz, bis die Predator zu Hause ist. So, jetzt können wir den Piloten hier einmal umrüsten. Also die Piloten, die gerade noch die Predator geflogen sind. Ikama und Azrael, ihr kommt bitte auch in die Sky Ranger und dann haben wir hier eine volle Truppe. Rüstungen sehen okay aus und dann geht's los. Na, wir gucken gleich, wer da alles mit bei ist. Sky Ranger macht sich auf den Weg. Ich frage mich gerade ernsthaft, was die Jugend heute so auf YouTube zur Erweiterung guckt. Die gucken heute kein YouTube mehr, die gucken Instagram. Ja, es ist Insta heutzutage. Und da sind es dann Leute wie Shireen David oder andere Konsorten. Du kannst bei Kollege hat ein Unternehmen gegründet, da kannst du dich anmelden und dann bringt er dir bei, wie du ein richtiger Alpha bist. Das ist bestimmt auch richtig unterhaltsam, kann ich mir vorstellen. So, wir brauchen Granatenpacks, Leute. Wo sind sie hier? Der nette Mech-Gamer ist fertig. Ja, hier hat sein schweres Maschinengewehr mit 200 Schuss und sein Granatenwerfer mit 6 Schuss. Und der Rest nimmt Smart Rifles, würde ich sagen. Azrael, nein. Du nimmst bitte definitiv keine Pumpgun mit in diese Mission, weil die Leute sind zu stark gepanzert. Du kannst dich an der 37mm Rifle mal testen. Ja. Rauchgranate kommt dafür weg. Die 37mm Rifle haut halt unglaublich rein. Die hat derbe Durchschlagskraft. Cybermaler hat den Mörser mit Explosionsmunition. Finde ich gut. Ja, wir bleiben auch bei der Explosionsmunition. Ist okay. Alimina hat eine Smart Rifle. Copper Fox eine Smart Rifle. Flare-Taste hat die Custom Sniping Gun. Also du bist Sniperin. Flare-Taste momentan. Mit 83 Schusskraft ist das okay. Nudeltunker ebenfalls eine Smart Rifle. Dann haben wir Dagab. Dagab hat leider nur eine Super Magnum mit Chemie-Munition. Nimm nochmal zwei Handgranaten oder so mit dazu, bitte. Und vor allem, wenn es geht, Giftgas. Giftgas oder Chemie. Wir nehmen Chemiegranaten. Max Simke hat den Manstopper mit Elektromunition. Das ist auch erstmal okay. Aber auch da nehmen wir noch ein paar Granaten mit. Weil erfahrungsgemäß die Typen, gegen die wir hier spielen, die Polizeisoldaten, die haben ganz gute Rüstung, Leute. Die tanken ordentlich was weg, muss man leider sagen. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, welche Munitionsart da das Beste war. Ich glaube, die haben eine Schwäche gegen Erstickungsschaden, wenn mich nicht alles täuscht. Chemie und Erstickung müsste ganz gut sein. So, der nette Gamer kommt mal raus. Es kann sein, wir haben ein, zweimal in dieser Mission schon ordentlich auf den Sack bekommen. Es kommt ein bisschen auf die Zusammenstellung der gegnerischen Truppe an. Es gibt, hier oben ist übrigens das Raumschiff, verschiedene Zusammenstellungen. Manchmal sind Affenmenschen mit dabei und dann haben die Gegner oft ganz starke Betäubungswaffen und auch Granaten. Das wollen wir ganz gerne vermeiden. Wir wollen nur die normalen Wolfs- und Schweinemenschen. Und dann irgendwie so 6 Wolfsmenschen und 2 Schweinemenschen. So, das kriegen wir platt. Wenn da viele Affenmenschen bei sind und die Derben viele Betäubungswaffen haben, dann haben wir eventuell ein Problem und müssen uns zurückziehen. Ja? Wir bringen den Mörser in Position. Ich würde sagen, den packen wir mal hier unten hin irgendwo. Dass Cybermaler gleich ein schönes Schussfeld hat. Egal, wo die Gegner aufkreuzen. Alimina, du läufst vielleicht mal nach hier unten zum Raumschiff. Ne, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich ignoriere deine Frage nicht. Mir geht's gut. Ist Instagram nicht dieser Nuttenbasar? Ne, das war Tinder. Insta auch, aber auf eine andere Art. Auf Tinder teilst du quasi das Leben, das du gerne führen würdest und beeindruckst damit Leute, die glauben, es sei dein echtes Leben. Ja, also du mietest dir zum Beispiel irgendeine fette Karre, post damit rum, tust so, als wäre das deine echte Karre und auf einmal feiern dich die Leute, weil sie denken, du hast voll die fette Karre. Und dann wirst du so berühmt im besten Fall, dass du dir diese echte Karre in echt leisten kannst. So, liebe Leute, BugHH, du kommst vielleicht mal mit nach hier oben. Ich glaube auch mal, wir werden beim MechGamer die Lichter ausmachen. Hier, plopp, machen wir die Lichter mal bitte aus. Und Max Simka, wir haben hier diesen Berg als Deckung. Das gefällt mir tatsächlich, glaube ich, ganz gut. So, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
Dark Angel Azrael hat leider keinen E-Leuchtkörper und Flea Tast hat leider auch keinen E-Leuchtkörper. Dann hätten wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Das wäre clever gewesen. Wir haben es nicht. Alimina hat noch einen. Pass auf, Ali. Dann schmeißt du mal bitte hier hinten Licht hin. Nicht genug Zeiteinheiten, ernsthaft? 40! Kostet das. Du hast noch 39. Hätte ich dich mal nicht gedreht. Und weiter geht's. So, jetzt gucken wir, was da... Wolfsmensch. Wolfsmensch kriegt einen Schuss aus der 37er. Und tödlich. Obwohl die dick gepanzert sind, die 37mm Rifle haut alles weg, Mann. Und die Schweinchen kommen raus. Okay. Ali, du bist dran. Du bringst Licht ins Dunkel, bitte. Kannst nicht so weit werfen. Dann läufst du ein bisschen nach hier unten. Bis der Berg aus dem Weg ist. Ich möchte wirklich da oben hingucken können, Ali. Also sorg mal bitte dafür. Zack. Die kamen schlecht, aber immer ein bisschen Licht haben wir hier oben. Und wir sehen einen Megapol-Enforcer, einen Megapol-Wolfman und noch einen Wolfman. Und ich würde sagen, das ist für uns schon mal Grund genug, da mit Cybermaler reinzuballern. Bumm! Okay, der Mörser hat uns in den Rücken getroffen. Fuck! Geht's uns allen gut? Max Simka, ich glaube, du guckst gerade nicht zu, sei zufrieden. Man hat dir gerade ein Mörsergeschoss in den Arsch gedrückt. Auf Knuddels gibt's noch mehr Nutten, sagt Justin Dillo. Da spricht die Expertise, würde ich mal behaupten. Wieso, Justin Dillo? Treibst du dich darum? Oder woher weißt du das? So, mit Granaten zumachen hier. Komm, bupp. Der Mörserschuss war wirklich nichts. Dafür war der Granatenschuss vom MechGamer tatsächlich gerade sehr befriedigend. Da unten ist auch noch einer, der kriegt auch noch eine Granate. Einmal ein Zielschuss, plupp. Auch ein schöner Treffer. Einmal schießen wir noch. Plupp. Noch ein schöner Treffer. Immerhin blutet der Typ schon mal. Die haben auch nur Granaten. Die kriegen wir hoffentlich einigermaßen gut weg. Dark AP mit seiner Magnum, mit seiner Super Magnum, muss man sagen. Und der Chemiemunition ballert mal rein. Ein schöner Treffer. Duck. Kriegst du noch einen Schuss hin? Komm, noch ein Zielschuss. Die Wolfmänner hier müssen weggeknüppelt werden. Sehr gut. Die gefährlichsten sind die Schweinemenschen momentan. Also in dieser Mission. Das ist eine gute Gegnerzusammenstellung. Das, was ich euch eben erklärt habe, ja, das trifft hier zu. Und die Schweinemenschen, die sind das kleinste Problem. Nein, anders. Die Wolfsmenschen sind das kleine Problem. Aber die Zusammenstellung ist halt gut, weil hier, glaube ich, keine Affenmenschen mit unterwegs sind. Die sind nämlich tatsächlich echt gefährlich. Ja, aber hauptsächlich Kindernutten. Aus dem Alter bin ich raus. Bin keine 27 mehr. Ja. Dann doch lieber die Dozentinnen, ne? Man muss gucken, wo man bleibt. So, wir schießen ein bisschen mit der Smart Rifle raus hier. Zwei Treffer. Das Problem ist, dass diese Viecher tatsächlich sehr stark gepanzert sind. Aber er blutet immerhin schon mal. Wenn wir mal in die Rüstungswerte gucken, 70 vorne, 60 auf den Seiten, 50 hinten und 45 unten. Und wir sehen, dass auch viel wenig Schaden macht. Stich nur 90, Verbrennung nur 50% Schaden. Aber Laser und Plasma macht extra Schaden, chemisch macht sehr viel mehr Schaden und auch elektrisch macht extra Schaden. Okay. Azrael, du siehst zwei Gegner und du nimmst bitte das Schweinemännchen aufs Korn und mit der 37mm Rifle müsste der sich erledigt haben, weil das Ding so unglaubliche Durchschlagskraft hat. Gut, die Mission läuft bisher sehr, sehr schön. Flea-Taste, du kommst ein bisschen weiter nach vorne und gehst hier oben in Position, dass du nächste Runde schießen kannst. Und jetzt muss irgendjemand unseren Max Simka heilen und das macht mal BuckHH. Ja, du heilst mal den Typ, der gerade ein paar Gliedmaßen verloren hat, um genau zu sein, den linken Arm, weil er mit einem Mörser befeuert wurde. Aber Max Simka, es hat dich nicht total erwischt. Das ist ganz gut. Ja, du bist einigermaßen gut in Schuss. Und darfst ein bisschen mit deiner Elektrowaffe hier rausschießen. Ey, fast ein schöner Treffer. Ich dachte, du triffst. Schade, schade. So, Bug Age, Erste-Hilfe-Koffer wieder weg. Und dann sind wir, glaube ich, auch durch. Ne, Ikama haben wir hier oben noch. Ikama kämpft sich auch ein bisschen nach vorne. Geht hier auf die andere Seite des Hügels, kniet sich hin und Dauerfeuer auf Wolfsmensch. Sehr. Wir machen die Polizisten gerade richtig gut knapp, richtig gut platt. Der Moment, wenn Nachbars Katze bei mir chillt, darfst du die überhaupt reinlassen? War da nicht irgendwie was, dass du die Katze nicht bei dir haben darfst? Ich erinnere mich da irgendwie so grob, oder? Ein Schweineman kommt noch raus. Schweineman schießt. Schweineman hat auch jemanden getroffen. Und zwar wieder Max Simka. Max Simka ist daraufhin ein bisschen angepisst und wehrt sich. Mit der Elektromunition. Sehr schön. Ein Treffer.
zwei Treffer. Der geht daneben. Aber zwei schöne Treffer, Maximka. I like. Copper Fox, du lässt mal den anderen hier den Vortritt. Flair-Taste. Du brauchst für einen Doppelschuss mindestens 54 Zeiteinheiten. Haben wir. Also einmal einen Schnellschuss-Doppel. Piu, piu. Beide Treffer. Und auch der Typ blutet jetzt. Das heißt, sogar unsere einigermaßen normalen Waffen mittlerweile, also die Piercing-Damage-Waffen, kommen durch diese dicken Rüstung durch, weil die mittlerweile einfach schon über eine dezente Durchschlagskraft verfügen. Das freut mich, Leute. Nochmal mit der Super Magnum hinterher und nochmal mit der Super Magnum Schnellschuss hinterher. Zwei Treffer und der Gegner blutet immer noch. Bug HH, du hast diese Runde noch gar nicht geschossen. Du kommst mal nach hier oben, aber ich glaube, du bist dann nicht mehr in der Lage zu ballern. Oder? Doch, du siehst den Gegner. Na komm, ein Zielschuss, vielleicht wird's was. Noch ein schöner Treffer. Bug HH, auch das dürfte Erfahrungspunkte bringen. Der nette Gamer, du läufst nach vorne, du rödelst den nämlich jetzt weg. Das ist deine Aufgabe. Komm einfach nach vorne, der nette Gamer, bitte. Tok, 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 in deinem kleinen Cyborg. Und dann rotzt du ihn weg. Buff, buff, buff. Ey, Autofeuer wollte ich machen. Scheiße, komm. Lebt leider immer noch. Ungünstig. Dann müssen wir hier mit den etwas größeren Geschützen ran. Azrael, du siehst den Typen nicht. Jetzt siehst du den Typen. Ein Feld nach oben geflogen. Und dann noch ein Zielschuss aus der 37mm Rifle. Ein schöner Treffer. Das Ding ist krank. Cybermaler, du lädst nochmal deinen Mörser nach, auch wenn ich dich, glaube ich, nicht nochmal schießen lasse, weil der letzte Schuss halt fast einen von unseren gekillt hat. Nichts für ungut, aber einmal Friendly Fire pro Mission ist eigentlich gut genug. Copper Fox, du heilst bitte nochmal Maximka, der wurde ja gerade schon wieder getroffen. Diesmal war es der Torso und nicht der Arm. Und ja, es könnte sein, dass wir die Mission jetzt schon gewonnen haben, oder kommt da noch mehr aus dem Raumschiff? Nein, 6 Leute getötet. Bei mir, Pfingsten, ist jetzt Pfingsten. Achso, ich bin jetzt das Wochenende in Rothenburg bei meiner Freundin. Der Laden zieht um, also ihr Laden, wo sie arbeitet, einmal die Straße rum und dann werde ich als Packesel quasi rangezogen. Tut mir aber auch ganz gut. Deine Mutter hat ihn reingelassen. Ja, Justin, so wie ich deine Mutter kenne, hat sie die Katze reingelassen und kotzt dich nicht an und scheißt dich gleich dafür an, dass die Katze drin ist und gibt dir die Schuld. So. Ja, andermal vielleicht gerne dieses Wochenende. Ich fahre morgen. Nee, morgen nicht. Freitag fahre ich los und wahrscheinlich komme ich auch erst Montag wieder. Aber guten Appetit wünsche ich euch. Wetter ist ja momentan tatsächlich ziemlich Bombe. Bug HH, guck dir das mal an. Du kriegst 3 Zeiteinheiten, 7 Ausdauer, 3 Trefferpunkte, 1 Zielgenauigkeit und 5 Stärke. Ja. Dann haben wir noch, der nette Mech-Gamer kriegt 2 Genauigkeit, Azrael kriegt 3 Genauigkeit, Copperfox kriegt 1 Genauigkeit, Duck AP kriegt 3 Genauigkeit, Flair-Taste, 2 Zeiteinheiten, 2 Trefferpunkte und 4 Stärke. Das ist schon gar nicht schlecht. Alimina und Cybermaler gehen leider leer aus, aber alle anderen kriegen wenigstens ein bisschen was. Nee, Nudeltunker kriegt auch nichts, aber das ist okay. Wir kriegen halt ehrlicherweise auch nicht wirklich viel in solchen Missionen. Ne? Wir haben hier jetzt ein paar kleine Schiffsantriebe, die sind immer 100.000 wert. Also 200.000 Profit. Das ist nicht schlecht. Und ein paar Waffen. Aber es ist halt wirklich kein sehr guter Auftrag, muss man leider sagen. Maximkas Veteran, Cybermaler und Copperfox und Nachtigall. Übergroß und weiches Ziel haben wir auch dabei. War aber ein guter Auftrag. Ne? Nur ein Verwundeter, Maximka. Du bist jetzt ein bisschen außer Gefecht gesetzt, aber das sollte auch relativ schnell sich wieder richten. Maximka ist wie lange krank? 2 Tage. Das ist ja nix. Könnte passieren, Justin Lillo, ne? Meine ich doch. Forschung abgeschlossen, Retikulaner-Hybriden und der Retikulaner-Hybrid verrät uns alles über die Retikulaner-Plasma-Waffe. Primitiv, wenn man sie mit der Sternengötter-Technologie vergleicht. Diese Plasma-Waffe ist ziemlich umständlich und schwer. Und hat Probleme dabei, ihren Plasmastrahl auf lange Reichweite zu fokussieren. Trotzdem ist es am Ende des Tages eine voll einsatzfähige Plasmawaffe. 86 Plasmaschaden, das ist schon eine ganze Menge. Also unsere besten Waffen machen so 40-50 Schaden. Okay, wir können jetzt produzieren Retikulaner-Hybriden, die können wir ausrauben.
Konstruktion von der SAM-Site in unserer zweiten Basis ist abgeschlossen. Das ist tatsächlich auch eine ganz gute Nachricht. Wenn die Basis angegriffen wird, stehen wir ein bisschen besser da, weil wir eine Raketenabwehrstellung haben. Außerdem sind jetzt unsere Wichte hier drin und produzieren halt rund um die Uhr gefälschte Chips. Eigentlich wollen wir uns da, glaube ich, von groß nach klein durcharbeiten. Da muss ich nochmal gucken. Aus den größten Chips kannst du halt mehrere der kleinen Chips machen. Und ich habe es genau andersrum. Ich mache aus 1000er 200er. Es wäre aber besser, aus 5000ern erstmal 1000er Chips zu machen und so. So, nichtsdestotrotz, ich möchte mal beim Hehler gucken. Wir haben nämlich 364.000 Cashereien. Und ich glaube, ich möchte mir bald einen, oder uns bald mal einen richtigen Tank bauen. Ich gucke also mal nach Tankparts. Die kosten 300.000. Zwei Stück davon brauchen wir. Das heißt, wir werden noch mal ein bisschen sparen erstmal. Aber das steht als nächstes auf der To-Do-Liste. Einen eigenen Panzer bauen. Dann haben wir nicht nur unseren Mech, sondern noch einen Panzer. Das wäre schon gut. Schildbrechergeschosse werden erforscht. Und was haben wir hier drüben? Superleitende Batterien. Okay. Tomoko Skyfall ist in der zweiten Basis angefangen. Und das müsste ein Lockner sein. Ist hier irgendjemand, der noch nicht benannt wurde? Irgendjemand, der tot ist? Irgendjemand, der ein Lockner sein möchte? Ich habe hier vorhin noch ein paar Leute gesehen. Travis, wie ist es mit dir? Bist du noch da, Travis? Ja, die kleine Ho wird für alles beschuldigt, aber das Lustige ist, sie ist halt auch meistens schuld. Nee, Mama lebt nicht noch, Mama lebt wieder. Ich habe sie wiederbelebt. Nach dem letzten Fauxpas. Die ist mittlerweile angekommen und chillt in der ersten Basis. Also ich frage nochmal, Travis1911. Oder ja, dann Tafti 100. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Tafti ist am Start. Noch Flair-Taste, das ist alles okay. Ich verlange nicht, dass du mir deine ganze Aufmerksamkeit schenkst. Ja, dein ganzes Geld reicht mir schon. Tafti 100 ist am Schisseln. So, kann ein bisschen dauern, bis du in den Einsatz kommst, weil ist so. Aber ich werde mal was ändern, Leute. Und zwar gehen wir mal ins Training. Und ich möchte mal die Locknars trainieren lassen. Das heißt, Tafti trainiert. Paddy, Naemi, Gotsutsu, King, Harlequin. Glücksdruide und Sky und Thomas Neuss. Und dann noch der Matze TV. Die Leute dürfen trainieren. Es ist Nahkampftraining, das ist jetzt auch nicht so super. Ach, warte mal. Nee, das ist nur sortieren nach. So, das war jetzt das Training. Ja. Okay. Shake-Up-Training, Soldateninfo, Militia-Training und MMA-Training. MMA-Training könnten wir auch mal hier machen. Kostet 10.000. Aber guck mal, das erhöht direkt. Ah, ja, stimmt. Da müsst ihr mich mal dran erinnern, Leute. Wir können MMA-Training machen. Das kostet euch erstmal einiges an Lebenspunkten tatsächlich. Aber. Oh, alt genug. Oha. Jetzt geht's aber los, Justin Little. So, wir machen MMA-Training mit euch. Das erhöht, guck mal hier, plus 10 Zeiteinheiten, plus 15 Ausdauer, plus 10 Mut, plus 10 Reaktionen, plus 5 Genauigkeit, Wurfgenauigkeit, plus 15 Nahkampfstärke und plus 10 Freshness. Voll geil. Aber dafür sind die Leute 21 Tage lang kaputt. Ja, also können die eingesetzt werden. Das machen wir trotzdem mal mit so 2-3 Leuten hier. Verbessern wir die Werte. Machen wir mal 4 Leute. Kevin Knox, du bist auch dabei. Und seht ihr das, die sind jetzt erstmal krank hier oben 9 Tage. Weil wir halt Gebäude haben, die Erholungsrate erhöhen. Aber dafür haben sich jetzt Insta ihre Werte verbessert. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Und ich glaube, das müssen wir in unserer Hauptbasis auch mal machen. Ja, wenn ich hier jetzt zum Beispiel eine Pediplatsch habe. Okay, die ist noch verwundet. Aber trotzdem. Handlanger und dann nehmen wir MMA-Training. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ja, nehmen wir hier zum Beispiel Flair-Taste, könnten wir hinschicken. Guck mal, da verbesserst du dich auch. Eine Zeiteinheit, 15 Ausdauer, 10 Mut, 10 Reaktionen, 5 Wurfgenauigkeit, 15 Stärke, 5 Freshness. Dafür, dass du ein bisschen MMA machst. Wir probieren das mal. Wie lange bist du dann ausgeschaltet, Flair-Taste? 8 Tage nur, das geht. Aber wir werden nicht alle nehmen. Wir werden immer mal so nach und nach, wenn wir viele Leute gesund haben, machen wir das. So, schöner Auftrag. Wir haben einen Kommunikationsturm. Und den nehmen wir auseinander. Das ist ein schöner Auftrag. Der ist relativ easy. Das ist das falsche Raumschiff. Sorry. Wir gehen in unsere Hauptbasis und rüsten nochmal eben unsere Sky Ranger aus. Nehmen nochmal Mr. Mehlkornbrot mit. Der eine falsche Rüstung trägt.
Und er hat ein Schutzschild. Wir probieren das mal aus, Mr. Mealcornbrot, mit dem Schutzschild. Und dann gehen wir mit der Sky Ranger hin. Also das ist ein Auftrag, ein Kommunikationsturm. Eine der großen Fraktionen benutzt den, um die umliegenden Dorfbewohner quasi einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Und die ganze Zeit halt ihre Propaganda zu senden. Und das werden wir unterbinden, indem wir den Kommunikationsturm einfach einnehmen. Einmal Munition, nochmal Munition. Und der Rest müsste ja eigentlich gut aussehen, ne? Mörser, Pistolen, Bug-Age, ja. Gut, los geht's. Gucken wir mal. Wo ist der Kommunikationsturm, ist die Frage. Da, das ist der Kommunikationsturm. Und erfahrungsgemäß sind nicht unbedingt alle, aber zumindest sehr viele Leute da drin zu Missionsstart. Und der nette Gamer schießt direkt einen um. Zieht aber direkt noch einen zweiten, eine Etage weiter unten. Das ist aber nur ein Ingenieur. Der ist uns egal. Seno plappert mein alter E-Meist aus Versehen aus. Wieso? Ich plapper das ja nicht aus Versehen aus. Warum soll das ein Versehen sein? Du bist 15, das ist ja okay. Da kannst du ja auch nichts für. Das liegt halt an deiner Mutter, dass sie dich vor 15 Jahren bekommen hat. Die hätte sich ja auch mal ein bisschen beeilen können, dann wärst du heute schon älter. Ne? Ja, Nitro, ich fühle mit dir. Ja, manchmal ist das so. Manchmal wird man für alles beschuldigt, aber manchmal war es man ja auch. So, Schnellschuss. Dark Angel Azrael, gönn dir. Ja, der Schuss wird leider nichts. Dann beziehst du erstmal Stellung. Ikama, ihr kommt alle raus. Wir gehen halt Richtung Kommunikationsturm. Die größte Frage ist jetzt für mich persönlich, werden wir auch die anderen Ecken der Karte untersuchen oder verlassen wir uns darauf, dass alle im Kommunikationsturm drin sind? Und ich denke mal, erstmal bleiben wir dabei und laufen hier langsam raus. Oh, keine Bäume für den Mörser bitte im Weg haben. Simon Mahler, du bist, glaube ich, einfach nicht die richtige Person für den Mörser. Nichts für ungut. Aber die Waffe checkt die Voodoo-Power und die Voodoo-Power können wir uns momentan noch nicht anzeigen lassen von den Leuten, weil das eine Statistik ist, die wir quasi erst freischalten oder erforschen müssen. Von daher sehen wir nicht genau, wie gut man diese Waffe benutzen kann. Und die Erfahrung sagt aber, du triffst damit nicht wirklich. Du hast immer nur so 50% Treffsicherheit auf der Waffe. Das ist nicht schön. Das ist nicht gut. Duck App läuft mal hier unten drin. Nee, Duck App, der hat nur die Supermarkt um. Der geht auch mal mit nach vorne. Die Pistolen wollen wir vorne haben. Mr. Mealcornbrot kann hier nach unten gehen. Mr. Mealcornbrot hat übrigens den Refraktor, deshalb glüht er so leicht, wenn ihr genau hinguckt. Hin und wieder müsste der so eine Grafik haben. So. Hat nur 20 Rüstungswert auf jeder Seite, hat aber 66 Lebenspunkte Schildenergie und lädt pro Runde 6 Schilde wieder auf und ist ein Gold-Schild. Gold weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, das war ist halt gegen bestimmte Waffentypen gut und gegen bestimmte Waffentypen schlecht. So, wir gehen weiter. Piau, piau, piau. Mal gucken, ob die Leute jetzt rauskommen aus ihrem Kommunikationsturm. Wahrscheinlich schon, aber alles, was rauskommt, wird abgeknallt. Alles, was drin bleibt, wird abgeknallt. Schöner Treffer, der Ingenieur ist tot. Gut gemacht, Azrael. Da hat er recht, Just a Little Home. Da hat er recht. Ja. Bug-Age wurde getroffen. Ich weiß nicht genau von wem, aber Bug-Age blutet. Deshalb lassen wir Bug-Age mal hier rüber in das Räumchen laufen. Und ich würde sagen, Ikama, du läufst mal hinterher und verarztest den. Ja, ein paar Kampfnarben sind gar nicht so schlecht, aber ich möchte nicht, dass in dieser billigen Mission jemand stirbt. Ich will meistens nicht, dass einer von euch stirbt. Versteht mich nicht falsch. Aber... manchmal schon. Also bei Mr. 1P mittlerweile ist es lustig. Ich passe trotzdem auf ihn auf, ganz sicher, aber hin und wieder passieren kleine Unfälle. Und du lebst noch, Mr. 1P, falls du das vorhin nicht mitbekommen hast. So, Kommunikationsturm, wir nähern uns. Ich glaube, der Eingang ist auf der Unterseite, ne? Ja, da müssen wir ein ganzes Stück erstmal hinlatschen. Und wir werden uns, glaube ich, so positionieren, dass wir tatsächlich hier immer
Wen siehst du denn, nette Gamer? Ah, guck mal, da unten ist tatsächlich einer. Also nicht alle da drin. Mehlkornbrot, das ist eine Aufgabe für dich. Das ist eine Aufgabe für das Mehlkornbrot. Und wir hauen rauf. Boom! Du nimmst ihn gefangen, Mr. Mehlkornbrot. Sehr schön. Gut gemacht. Der pennt. Gut, 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 gut. Wen haben wir noch? Azrael bleibt auf Sniper-Position. Cybermaler nimmt sich realistisch gesehen den Manstopper, weil er nicht mit dem Mörser schießen wird. Und Copperfox, dich brauchen wir, glaube ich, gleich zum Gebäude stürmen. Das interessiert alle. Das ist ihr großes Geheimnis. Das interessiert uns alle hier auf dem Kanal. Aber bis jetzt wollte sie noch nicht damit rausrücken. Sie hat sich bestimmt nur verschrieben. Sie wurde von ihrer Mutter immer früher zur Gartenarbeit gezwungen. Musste den Boden auflockern, natürlich. Okay, schöner Treffer, da läuft einer hoch. Reaktionsfeuer regelt, das macht ihr gut. Aber ich glaube, von irgendwo haben wir gerade einen Pumpgun-Schuss bekommen. Was nicht ganz so nice ist. Nochmal Reaktionsfeuer und der nächste Treffer und die 37mm Rifle reguliert einfach alles. Alter fucking Schwede. Ach, Copperfox blutet, weil der hat einen Pumpgun-Schuss bekommen. Nudeltunker, dann läufst du diesmal hinterher und reparierst bitte Copperföchschen. Das hat er ja natürlich nicht verdient. Ja, seitdem sie 5 ist, muss sie auf dem Feld arbeiten. Guck mal, da steht er wieder. Dunkelgänger! Level 1 Abo. Also, ganz ehrlich, lieber Dunkelgänger, dafür der nächste Krieger, der gehört dir, mein Lieber. Okay, machen wir das so? Oder möchtest du hier gar nicht verheizt werden? Das ist aber, das tut nur beim ersten Mal weh. Ja, danach hat man sich dran gewöhnt. Danke für dein Abo. Herzlichen Dank. Ganz großer Kuss geht raus zum Dunkelgänger. Ich mag deinen Namen übrigens. Magst du mir mal erklären, wo der herkommt? Ich muss bei Dunkelgänger unweigerlich an Dark Templar aus StarCraft denken. An Tazadar und Zeratul. Tazadar war kein dunkler Templar, aber Zeratul. Also wenn du da irgendwie Hintergrundinformationen hast, was es mit deinem Namen auf sich hat, ich wäre sehr gespannt, das zu erfahren. Ich sterbe hier gerne. Erinner mich mal bitte daran. Oder auch die anderen Leute. Erinnert mich mal dran, dass ich Dunkelgänger als nächstes benennen, bitte. Ja, der war bis jetzt, glaube ich, noch nicht dabei. Nee, sogar ganz sicher. Der war bis jetzt noch nicht dabei. Und von daher ist der nächste Platz für den Dunkelgänger. So. Wir sehen noch irgendwo einen Gegner. Ich weiß gar nicht, wer wen sieht hier. Ach, der da unten. Ja, gut, der ist mir egal. Der Kommunikationsturm wird großartig von uns eingenommen, Leute. Da kommt einer rausgelaufen. Der da oben schießt, aber es gibt sofort wieder Reaktionsfeuer und einer nach dem anderen da oben wird von Azrael weggerödelt. Ist das brutal. War er aus Sam Fischer Zeiten und ich suchte halt einen Namen, ja. Das geht uns meistens so, dass wir den Namen suchen. Ich erzähle das immer mal wieder gerne, als ich meinen Namen damals gesucht habe, meinen ersten Internetnamen, als ich mich in meinem ersten Clan angemeldet habe. Da habe ich, ich weiß nicht, ich war wahrscheinlich so alt wie die Feldarbeiter-Hake es heute ist, also so 15. Und braucht einen coolen Namen. Und was macht ein Junge, wenn er einen coolen Namen braucht? Richtig, er nimmt sich das englische Wörterbuch, schlägt irgendwo eine Seite auf und tippt irgendwo mit dem Finger rauf und guckt sich das Wort an. Und wenn dann da irgendwie, was weiß ich, Toupet steht, dann sagt er sich vielleicht, naja, das ist nicht so ganz cool. Und dann habe ich halt umgeblättert und nochmal mit dem Finger irgendwo rauf getippt. Und das habe ich halt so lange gemacht, bis ich was gefunden habe, das mir gefällt. Und es ist am Ende geworden, wie war mein erster Nickname, Leute? Destroyer. Oh mein Gott, hat dieser Name Angst in den Herzen meiner Feinde verursacht. Auf jeden Fall habe ich mir das gerne eingebildet. Destroyer. Destroyer! Der leider nicht. So hätte ich mich dann heute wahrscheinlich genannt. Destroyer! Muss ich, ohne Scheiß. Ich habe den Chat noch nicht gesehen, aber ich musste auch sofort dran denken, Benny. Destroyer! Ich weiß nicht, ob ich es zuerst gesagt oder du zuerst geschrieben hast, aber auf jeden Fall gab es da nur die gedankliche Kombination. Den gucke ich leider auch viel zu selten. Ich gucke ihn schon eine ganze Zeit lang nicht mehr, Mann. Er hat irgendwie so den Biss verloren. Irgendwann war das so ausgelutscht leider und auch die anderen Formate von ihm haben mich dann nicht mehr so gereizt. Aber ich finde es ein bisschen schade tatsächlich. Vielleicht muss ich nochmal nachgucken, ob er mittlerweile geiles neues Zeug hat. Das war der Ric Flair, den wir da gehört haben. Und Azrael macht sie halt alle platt. Es ist so, er hockt da und macht gar nichts, außer Reaktionsfeuer abzugeben. Und jede Runde macht er fast einen Kill. Ich
Ja, mit Macaulay Culkin. Ich kann den Namen immer nicht aussprechen. Das war noch relativ nice, aber ja, wie es so ist, ne? Alle guten Dinge hören irgendwann auf. Die hätte ich theoretisch ganz gerne gefangen genommen, aber das ist schwer, wenn sie über einem stehen, muss man leider sagen. Das funktioniert nicht wirklich gut, weil man nicht nach oben attackieren kann. So, wir versuchen nämlich tatsächlich hier ein paar Gefangene zu nehmen, wenn es irgendwie geht. Bringen ja immer schön viel Geld und vor allem auch schön viele Forschungspunkte und so. Aber, wie gesagt, wenn sie direkt ein Feld über einem stehen, keine Chance, leider. Wir versuchen die Gilden Security da oben auch gefangen zu nehmen. Das machen wir mit Alimina, aber nur weil Alimina so viele Lebenspunkte hat. Und auch wenn es mit dem ersten Schlag nicht klappt und nochmal mit einer Faust hinterher auch nicht klappt, habe ich ganz gute Chancen, dass der Typ hier sich nicht tödlich an Alimina rächen wird, für den Versuch, ihn gefangen zu nehmen. Wir sehen aber noch irgendwo jemanden. Wo denn? Eins. Da unten. Das ist aber wieder der, der aufgestanden ist. Der Gio hat keine Waffen. Nudeltonka, du nimmst dir den nächsten Raum. Du guckst einfach mal, ob da noch jemand rumlungert. Nein, der Raum ist clear. Dann haben wir noch einen Raum über uns. Das sieht also eigentlich alles ganz gut aus. Mr. Mehlkornschrot ist auch noch dran. Der kann auch noch mal einen Schritt zur Seite gehen jetzt. Und dann kann Mr. Mehlkornschrot vielleicht hochlaufen. Ja, kann er, aber kann dann auch nicht mehr angreifen, leider. Egal, wir wollen ihn trotzdem ganz oben erstmal haben. Okay. Buck guckt sich hier ein bisschen um, aber realistisch gesehen wird hier draußen auf der Karte, glaube ich, nichts mehr gehen. Um was geht's? Hab nicht zugehört. Warum hörst du nicht zu? Kleine böse Ho. Raus aufs Feld mit dir. Die Rüben müssen gezupft werden. Ah. Die Karotten wollen vom Feld geholt werden. Snake und Tetris, das kennst du doch gar nicht. Wenn du 15 bist, kennst du doch Snake und Tetris nicht. Erzähl mir noch nichts. Nee, Azrael, diesmal sollst du nicht schießen, diese Runde. Cybermaler guckt sich noch ein bisschen um, soll aber auch nicht schießen, diese Runde. Ich glaube, dann sind wir durch, ja. Mal gucken. Sehr schön, die drehen alle durch, Mann. So lobe ich mir das, richtig gut. Snake, Pac-Man, Tennis for Two, ja. Geht alles. So, wir hauen jetzt bitte diesen Gilden-Security-Typen so oft auf den Kopf, bis er umkippt. Das kann ja gar nicht so schwer sein hier. Und nochmal eine Faust hinterher. Alimina, du machst ein bisschen schlauer. Du stellst dich hinter den Typen und haust ihn von hinten. Und dann bricht er auch blutend zusammen. Sehr schön. Aber da er blutet, werden wir ihn verarzten. 1, 2, 3. So, wir haben ihn geheilt, damit er nicht stirbt. Damit wir ihn mit nach Hause versklaven können. Sind wir nicht ein guter Mensch? Na? Weil ich glaube, Leute, die blutend auf dem Boden liegen, die sterben am Ende der Runde, der Mission. Ah, da haben wir jemanden. Fuck, da ist noch eine Gildenhostess. Die wollen wir definitiv gefangen nehmen. Die wird nämlich zur Kortisane für 20.000 Profit pro Monat. Da darf auch Duck Up hinlaufen. Duck App. Duck AP. So, Duck. Ich nenne ihn nur Duck. Und hat sie umgeknüppelt und die ist bewusstlos geworden. Sehr schön. Asteroids war geil damals. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir völlig recht, Ernie. Es gab auch, ist Asteroids dieses Spiel, wo du die verschiedenen Bunker hattest, die du beschützen müsstest, also diese Städte, und du hast Raketen in den Himmel geschossen? Oder war Asteroids, das von der Optik eher wie Elite aussah? Da gab es auch noch so ein Ding. Knights of Xanthar wollte ich hier teilweise mal streamen. Ich habe das tatsächlich mal gezeigt hier auf dem Kanal. Aber zu viele Games, zu wenig Zeit. Da ist noch ein Bewaffneter mit einer fucking Pumpgun, Cybermaler. Hilfe ist unterwegs. Halt noch mal eine Runde aus. Nudeltunker, lauf mal bitte dahin. Wie kommen wir in das Gebäude rein? Da sind Glastüren. Shit, ich hätte nicht gedacht, dass hier draußen noch einer rumläuft. Ich bin ein bisschen zu unvorsichtig geworden. Es tut mir leid. Wir könnten da auch mit Azrael hinjetten und den Typen abballern. Was ist denn das für ein G.O., ne? Ja, G.O.s sind Dullis, Mann. Okay, wir jetten direkt mit Azrael in den Nahkampf und hauen dann ein, zweimal zu. Vielleicht reicht's, um den Typen bewusstlos zu hauen. Und selbst wenn nicht, ist er mit seiner Pumpgun im Nahkampf. Und absoluter Nahkampf ist immer nicht gut. Azrael haut ihn sogar um. Du Tier! Umgeboxt, Mann! 5 Geiseln, 3 Feinde kapitulieren, 8 Gefangene! Dreieck schießt Klumpenputt. Sie hat Moron trotzdem gezockt. Das sollen wir dir glauben.
AVGN ist auf jeden Fall geil, Mann. Angry Video Game Nerd kann ich auch nur empfehlen. Auf jeden Fall die alten Sachen von ihm sind geil. Silver Surfer ist für mich ja noch eine der besten Folgen. Es gibt noch andere ganz gute, aber Silver Surfer war schon eine richtig geile Folge. Oder ich glaube, meine Lieblingsfolge wäre Ninja Gaiden. Ninja Gaiden! So, der nette MechGamer steigt. Ihr könnt es hier sehen, ihr steigt alle. Ich werde es nicht alles vorlesen, das sind zu viele Erfahrungspunkte. Die Genauigkeit auf Azrael 1, hoch auf Maler 2 und auf Copperfox 1. Und die Reaktion auf Cybermaler geht um 4 hoch, bei Azrael um 2, bei Ikama um 3. Das ist schon ordentlich, Leute. Ihr steigt hier langsam richtig gut. Hongkong 97 war geil. Seaman, ja, war auch... War okay mit... Nimoy! Wie heißt er nochmal? Leonard Nimoy, ne? Leonard Nimoy. Nee. Doch, ich glaube, Leonard heißt er mit Vornamen, ne? Leonard Nimoy. So geil. Aber in der Mission hier kriegen wir tatsächlich mal ein bisschen was, mit dem wir was tatsächlich anfangen können, Leute. Credit Chips, und zwar nicht zu wenig. Da haben wir 9x5, 1x20, 11x2, 3x1 und 4x200. Eine Gildenhostess, zwei Security-Mitarbeiter, ein Gildenteam-Leader sogar und 4 GOs. Sehr, sehr schön. Außerdem nochmal Mutanten-Pornos. Die werden in der Basis nie schlecht. Wir haben aber nicht genug Platz in unseren Gefängnissen. Und zwar fehlt uns ein Raum. Das ist aber gar nicht schlimm, denn die Gildenhostess, die verschiffen wir sowieso in die zweite Basis. Die Gildenhostess hier unten. Wir müssen sie nur finden. Hier, Gildenhostess, kommt bitte in die zweite Basis. Und dann haben wir genau 15 Räume haben wir in unserer Hauptbasis und die sind jetzt auch alle drin. Veterane, Staatsfeinde, Patienten, beste Art, BuckHH, du bist ein bester Art von Freund, weil du mal wieder von deinem eigenen Mate angeschossen wurdest. Ich dachte, das ist nur letzte Runde passiert mit dem Mörser, aber diesmal haben wir schon wieder Ellie Fire gehabt. Oh mein Gott, Leute. So geht's ja mal nicht. Aber das war ein easy Auftrag und ich möchte gleich, wenn Mitternacht ist, gucken, ob wir hier nicht jetzt neue Forschung haben. Nein, wir können niemanden von diesen Leuten erforschen. Das heißt, wir können sie im Grunde alle versklaven oder verkaufen. Ich guck mal eben, ob wir den Gildenanführer eventuell brechen können. Denn besonders... Oh, wir haben noch einen Castaway-Geld. Sag schnell, Dunkelgänger... Du kommst gleich an den Start. Nougatknödel, hallo. Hallo Seno, du spielst immer so komische Spiele. Kennt ja kein Schwein. Hallo Nougatknödel. Ach Quatsch. XCOM ist ein geiles Spiel. Ja, Dings, ich kann ja auch nichts dafür, dass du bei Factorio immer nicht dabei bist. Du Lauch. Was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Wir können nämlich tatsächlich hier in unserer Hauptbasis bestimmte Leute brechen. Besonders hohe, hochrangige Ziele müssen wir erst bearbeiten. Hier sehen wir das, I ist das. Aber das sind nur Engineers, Reverends, Medics. Die helfen uns leider alle nicht wirklich. Oh, wir haben in der zweiten Basis noch einen Dildo, den wir verpimpen können. Da müsste sich die Flea-Taste dran erinnern. Die war dabei, als wir den Dildo geholt haben. Also, was machen wir jetzt? Erstmal wollen wir jemanden rekrutieren. Oh. Hammerid-Werfer, Hammerid-Muscles, Laserfist, Cannonball, das kommt alles mal eben weg. Was wir auf jeden Fall machen ist... Überlegen. Faden verloren. Genau. Wir wollen rekrutieren. Wir haben nämlich scheinbar einen Castaway-Gal, also ein gestrandetes Mädel. Das haben wir, glaube ich, im letzten Teil gestern Nacht vor den besessenen... Dschungelbewohnern gerettet, die das Vieh opfern wollten. Die können wir jetzt rekrutieren. Und das dauert zwar ein paar Tage, aber dann haben wir einen neuen Mitstreiter und das wird Dunkelgänger, ja? Wir haben dich quasi, damit du dein Feedback kennst, dein Background meine ich, nicht Feedback, wir haben dich aus dem Dschungel befreit vor bösen Doom-Leuten. Also die sehen halt aus wie die Gegner in Doom. Die wollten dich opfern und wir haben dich gerettet, weil wir cool sind und alles super. In einer Stunde haben wir dich produziert, jetzt bist du fertig. Das heißt noch nicht, dass du da bist. Du bist jetzt auf dem Weg zu uns, das dauert ein paar Stunden. Dildo, sagt Justin Dildo, ja. Wir haben einen Dildo befreit. Ich kann den euch gleich zeigen. Ja. Wir haben eine Rattenmannhöhle mit unseren Lognars untersucht und haben da drin einen Dildo gefunden, den wir dann natürlich erbeutet haben. Das ist doch klar, ich weiß gar nicht, wie ihr das nicht nachvollziehen könnt. Zwei spartanische Heavy Trooper wollen wir zu Sklaven machen, zu Sklavenarbeitern, ja. Zwei Stück haben wir.
Perfekt. Dann haben wir noch zwei Gilden-Security-Mitarbeiter, die wir zu Sklaven machen. Zwei, habe ich gesagt. Auch gut. Dass wir mal unsere Gefängniszellen ein bisschen aufräumen. Und dann haben wir noch GOs, die werden auch zu Sklaven. Auch die vier Stück werden umgewandelt. Gut, die Gilden-Hostess, die schicke ich rüber in die zweite Basis. Dort wird sie zur Cortesane gemacht. Dann haben wir einen Sharp Guy, den können wir aber verkaufen. Genauso wie den Heavy Trooper und den Leutnant. Ich glaube, die können wir alle verkaufen. Und hier haben wir auch noch einen Teamleader, aber egal. Daran soll es nicht scheitern. Daran soll es nicht liegen. Wir gucken mal eben beim Hehler. Ja. Was haben wir jetzt hier noch? Ein Heavy Trooper, ein Leutnant. Der Teamleader ist halt auch 40.000 wert, Gilden Security. Aber das machen wir alles gleich. Das machen wir alles gleich. Den Sharp Guy kann ich auf jeden Fall für 40.000 verkaufen. Ist ganz gutes Geld. Aber wir warten gleich, bis wir die Leute zu Sklaven gemacht haben, die wir zu Sklaven machen können. Und der Rest, der übrig bleibt, der wird verhökert. Ja, gegen Lösegeld. Sunny Cook, ja, der sonnige Koch kommt an und das wirst du, Dunkelgänger. 24 Stunden. Und ihr glaubt mir das mit dem Dildo nicht, aber es ist wirklich so. Wenn wir hier auf unsere Beutepedia gehen und dann, ich glaube, es ist Schätze. Finden wir hier den Dildo? Nee. Dann könnte es Fraktion sein. D. Ja, hier ist der Dildo. Da, seht ihr ihn? Das hört sich so krank an, was du da erzählst. Wenn man sich nicht auskennt, ist das echt verwirrend. Kennst du dich echt nicht aus in dem Game Nougat-Knödel oder ist das nur ein Schnack von dir? Hier, ein Dildo. Das ist eine Damsel in Lethal Distress. Oh. Ja, also zu Deutsch so viel wie die Damsel, die in einer tödlichen Gefahr deckt und gerettet werden will. Ja? Es ist doch eindeutig. Es ist die Damsel in Lethal Distress. Oh. Genau, und die haben wir befreit und der können wir jetzt in unserer zweiten Basis hier sagen, bei der Herstellung. Da fälschen wir momentan noch rote Chips, also Geld in unserer Münzprägeanstalt, aber hier müssten wir eigentlich sagen können, wir wollen hier sie verpimpen. Ja, und jetzt machen wir aus dem Dildo, also aus der Damsel in Distress, eine Kortesane und ernten dabei nochmal drei Glamour. Das wollen wir einmal machen und dann müsste hier eigentlich jeden Augenblick die Gildenhostess ankommen in 10 Stunden. Darauf warten wir nochmal ganz kurz. 10 Stunden, so. Die Gildenhostess, die wir gerade gefangen genommen haben, ist jetzt auch in der zweiten Basis. Und die können wir auch verpimpen. Und zwar hier. Wir können Huren, also Hosts, pimpen. Wir können Gildenhostessen pimpen. Und wir können Shrine Maidens pimpen. Und wir können halt auch diese Damseln in Distress pimpen, diese Dildos. So, das heißt, wir haben jetzt zwei neue Kortesanen gleich. Das wollen wir auch direkt machen, weil die bringen uns halt jeden gottverdammten Monat 20.000 Dollar. 20.000 Dollar ist in diesem Spiel relativ viel. Relativ. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Gilden Security haben wir zu Sklaven gemacht. Sehr gut. Sklaven arbeiten in unseren Lagerräumen. Ich habe bis heute nicht genau verstanden, ob die uns Geld kosten oder Geld produzieren, aber auf jeden Fall sorgen sie dafür, dass man mehr Zeug in seine Lagerhallen stecken kann. Ist auch für eine echte Kortisane ein guter Schnitt, würde ich sagen. Da haben sie sich an echten Zahlen orientiert, auf jeden Fall. Ich habe null Plan, was abgeht, spiele nur Valorant. Okay, Nougat-Knödel, dann macht er nichts draus. Es ist ein Game-Klassiker und wir haben den Game-Klassiker aber gemoddet. Das Original ist von 94 und die Mod, die wir hier spielen, ist eine Total Conversion Mod. Und dementsprechend big. Ich kann es nicht anders sagen. Viel, viel drumherum. Ja, wir versuchen, ein Leben als Piraten zu fristen und dabei die Welt zu retten. Vor der außerirdischen Bedrohung. Oder die Erde wieder zu einem freien Ort zu machen. Auf jeden Fall glaube ich, dass es darauf hinausläuft. Was uns antreibt, das ist tatsächlich noch gar nicht so genau geklärt. Aber wir sehen, wir haben nicht mehr so viel zu forschen. Das wundert mich tatsächlich. Wir nehmen mal Retikulaner Plasma-Aufladungsteile, werden wir nochmal erforschen. Gildenhostess ist fertig gepimpt. Dann pimpen wir den Dildo nochmal fertig. Dauert nochmal 2 Stunden. 1, 2. Dann dürfen wir die letzten GOs nochmal zu Sklaven machen. Das dauert 8 Stunden. Und wir produzieren hier weiter Chips, wobei wir produzieren erstmal weiter Äpfel. Nicht Äpfel, Wein. Wein bringt viel mehr Profit. Gut, es ist auch der 21., das heißt bald Monatsende. Wir können jetzt interessehalber mal gucken, wie viele haben wir denn jetzt hier Kortisanen in der Basis. Dazu gehe ich hier mal rein, schaue mir das mal eben an und sehe... Oh, wir haben hier noch Geldbörsen und Säcke voller Geld übrigens rumliegen. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, das sollten wir mal bald umwandeln. So, Mutantenpornos, Wein, kleine Schiffsantriebe, hier, Kortisanen, 34 Kortisanen, also wenn ihr das mal 2 rechnet, kommen wir auf 680.000, ne? Eine gute 2/3 Millionen quasi,
monatlich nur durch unsere Sexarbeiter. Das ist doch gut. Ist witzig zum Zuschauen. Ja, Nugat Knödel, ich werde auch meine Soldaten benennen, ja. Also wenn du öfter mal vorbeischaust und ich dann gerade einen neuen Soldaten hole, benenne ich den auch gerne nach dir und dann kannst du so wie jetzt mit auf eine Mission kommen. Zu dieser Mission möchte ich, glaube ich, unsere Billigsoldaten schicken. Also unsere Lockners und die Leute aus der zweiten Basis. Wen haben wir denn da jetzt so rumliegen? Tafti 100, ich würde sagen, du kommst einfach mal mit, deine erste Mission. Und dann nehmen wir hier noch unsere Mutantenmädel und dann noch ein paar Lockners. So, füllen wir auf. Wir nehmen mal Naemi und wir nehmen mal Glücksdruide mit. Die freuen sich bestimmt. Und dann sieht das ganz gut aus. Hier haben wir jetzt unsere abgehalfterte Truppe. Es ist keine Expertentruppe, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Dinge sind, wie sie sind. Hauptsache, wir haben einigermaßen gute Waffen. Aber ich glaube auch, die Ausrüstung in dieser Basis ist absolut grottig mittlerweile oder momentan. Wirklich schlecht. Also ich muss eigentlich diese Basis hier nochmal erneuern. Und von den Items, die hier rumliegen, einfach von der Ausrüstung nochmal ein bisschen verbessern. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Die Mission nehmen wir jetzt nochmal so mit. Das wird schon hoffentlich. Ja, wir schicken die Blowfish rüber und wir machen das jetzt einfach mal, weil ich schiebe das sonst immer nur auf. Der Part ist gleich zu Ende. Wir werden jetzt nochmal eben durch die Liste arbeiten für die Leute, die das bei YouTube gucken. Ja, wir machen gleich einen Schnitt. Gehen aber eben einmal in die Transporte und sagen, aus unserer Hauptbasis wollen wir Waffen in die zweite Basis rüberschicken. Und zwar nehmen wir leichte Sniper-Rifle eine. Oder wir machen das anders. Ich werde nicht direkt suchen, sondern ich werde gucken, was ich übrig habe. Was darf in die zweite Basis? Bullab-Karabiner, Sturmgewehre, dann die leichte Sniper-Rifle, das normale Scharfschützengewehr, dann eine Autogun und eine Spitfire und ein leichtes Maschinengewehr. Ja, und ich habe eigentlich viel zu viele Waffen. Also das hört sich jetzt so, es ist ein bisschen unübersichtlich. Ich weiß nicht genau, es gibt extrem viele Waffen. Das ist ein bisschen schwer, mal zu gucken, was man wo hat. Das ist immer ein bisschen umwendig. Ich bin halt so gerade in der Transition von normalen Waffen zu Laserwaffen. Traue mich aber noch nicht so ganz, die Laserwaffen zu benutzen. Und ehrlicherweise, sobald wir hier die Leute versklavt haben, müssen wir gucken, dass wir noch mehr von diesen Smart Rifles herstellen, weil die sind extrem stark. Das werde ich mir mal nicht als Notiz machen, ich mach's mal lieber direkt. Wir wollen Smart Rifles herstellen. Was brauchen wir dafür? Hier, Smart Rifle. Sklaven-KIs und Plasterstahl. Gut, davon bauen wir mal 12 Stück für die zweite Basis quasi. Ja, können wir sogar. Perfekt. Das heißt, nachdem wir die Leute nächste Stunde versklavt haben, das ist in 3 Minuten soweit. So, da ist es passiert. Bauen wir jetzt erstmal 12 Smart Rifles. Und die werden wir, das dauert auch 6 Tage leider, aber die werden wir dann in die zweite Basis schicken, nachdem wir dafür auch Munition hergestellt haben. Weil nach jeder Mission immer wieder Low-Tier-Waffen nachkommen. Also ich kann jetzt hier natürlich auf meinen Schwarzmarkt gehen, oder zum Hehler gehen, und ich kann hier jetzt reingehen und zum Beispiel sagen, okay, was weiß ich, Schlinge verkaufen wir und dann verkaufen wir Wurfspeere und dann verkaufen wir Äxte und dann Blasrohre und dann X-Bögen bzw. Flintlock-Pistolen. So, aber wenn ich dann eine Mission habe und die ganzen Dulli-Waffen wieder eingesammelt werden, verstehst du? Sind die gleich wieder weg, aber ich sollte damit mal wirklich anfangen, das stimmt schon. Das ist aber echt ein bisschen unübersichtlich. Du kannst halt nach einer Mission auch sagen, dass bestimmte Gegenstände sofort verkauft werden sollen, aber du erforscht immer mal wieder Sachen, womit alte Technologie auf einmal wieder viable wird. Na, zum Beispiel haben wir diese Mannstopp-Pistolen oder Manstopper heißen die. Die sind eigentlich total billig. Das sind somit die Anfangspistolen überhaupt, die man hat. Aber dadurch, dass wir jetzt die Elektromunition erforscht haben, ist das quasi die erste Waffe, für die wir Elektromunition herstellen können. Und auf einmal ist die Waffe wieder voll gut. So, und ne, klar, man könnte sie dann einfach nachkaufen, aber das ist halt ein bisschen schwer. Oder am Anfang, ganz am Anfang des Spiels hast du alte Neuner, also so neunschüssige Revolver quasi, so alte Neuner. Und die kannst du dann irgendwann reinigen und dann hast du auf einmal Shiny Niner und die sind dann schon besser. Und so kannst du die halt quasi auch hoch upgraden, die Waffen. Und es ist halt ein bisschen schwer, da den Überblick zu behalten. So, wir haben einen neuen Soldat und dann habe ich gesagt, das wird Dunkelgänger, ne? Mit Dunkelgänger? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
Hallo Ali. Ja, ich weiß nicht, was beim Bot los ist. Ich muss mal ganz kurz gucken. Warte mal, das ist eine gute Idee. Lass mich mal eben ganz kurz gucken. Vielleicht geht der Bot schon wieder und ich weiß es noch nicht. Einmal kurz nachgecheckt hier. Zack, zack, zack. Einmal angemeldet. Oh, ich weiß nicht, ob ihr das sehen sollt. Hier könnt ihr das sehen. Ich krieg halt jetzt erstmal ganz viele von diesen Mails hier, Orti-Apps, Phone Change Request. Und jetzt steht hier, Phone Number Change Success. Geil, es ist die erste. Okay, hello, congratulations. We have been able to verify your identity and change the phone number on your 2FA account. To avoid this process in the future, we highly advise you download and install the Orti-App onto at least two devices and enable backups. Ja, so. Pass auf, wenn ich nämlich in den Spam-Ordner gucke, ich weiß nicht, ist das hier drin oder in Unbekannte müsste es wahrscheinlich drin sein. Seht ihr, wie oft mir die Orti-App in der letzten Zeit geschrieben habe. Hier einmal, und dann hier unten halt nochmal. Also das ist so 6 oder 7 E-Mails insgesamt, die sie geschrieben haben. Das ist echt überzogen verrückt. Überzogen verrückt. Aber ich bin umgemeldet, das heißt, bis nächste Woche kann ich den, oder bis morgen vielleicht sogar, kann ich meinen Bot wieder einrichten. Sehr nice. So. Dunkelgänger ist eingerichtet. Dunkelgänger mit AE, ist richtig. Habe ich richtig gemacht, perfekt. Du bist jetzt also am Start. Ich werde dich aber direkt erstmal kaputt machen. Ja, du kriegst direkt erstmal ein MMA-Training. Dann bist du zwar ein paar Tage außer Gefecht, aber guck mal, du kriegst direkt 10 Zeiteinheiten, also Bewegungspunkte, 15 Ausdauer, 10 Mut, 10 Reaktion, 5 Wurfgenauigkeit, 15 Stärke und 10 Freshness dazu. Dafür bist du, wie gesagt, erstmal ein bisschen außer Gefecht gesetzt, aber das ist nicht so lange, weil wir ja 9 Tage, das geht, 9 Spieltage. Ali, wenn ich es richtig gemacht habe, dann bist du schon längst tot. So, die Mission hier ist eigentlich saumäßig einfach. Ich kann es nochmal kurz lesen. Also die übermächtigen Trader haben ein Warenhaus in diesem Gebiet. Wenn wir mutig genug sind zuzuschlagen, dann können wir ihre Ware in unsere Ware umwandeln quasi. Und das funktioniert schon einigermaßen gut. Das Problem ist nur, dass die Security-Mitarbeiter haben und dass die Security-Mitarbeiter auch einigermaßen gut gepanzert sind, muss man leider sagen. Und wir halt hier altertümliche Projektilwaffen haben, wie AKs und Tommy Guns und Bullab-Karabiner. Wir nehmen auf Sassy vielleicht einen Granatwerfer mit. Ja. Und das hier sind halt alles Anfänger. Dann haben wir ein Kampfgewehr und Handgranaten. Aber das sind halt nicht viele. Naomi ist auch mit am Start. Naomi kriegt die Bullab-Karabiner, einfach damit sie ein bisschen auf Entfernung schießen kann, weil ich möchte den Lockner nicht hier in die Action schicken. Muss nicht sein. Und Glücksdruide, du kriegst eine AK und kannst Zielschüsse raushauen und dann triffst du hoffentlich was. Einfach so ein bisschen Zielübung, kriegst noch eine Granate dazu. So, und Tefti, du hast auch eine Bullab-Karabiner. Na, diese kleinen Waffen wie die Uzis und so, die machen wenig Eindruck gegen die Gildenrüstung. Hallo Weltenesser. Ich grüße dich, Weltenesser. Wie geht's dir? Was steht? Nee, sag mir nicht, was steht. Ich ziehe diese Frage zurück. Wie geht's, wie steht's, wollte ich sagen. Was steht? Gott, bitte behalt das für dich. Und das hier ist tatsächlich mal geil, weil das hier ist mal eine richtige Warenhaus-Map auch, ja? Muss ich sagen. Das ist eine richtige Warenhaus-Map, aber wir haben das eigentliche Warenhaus erst gefunden hier. Das ist das eigentliche Warenhaus, da sind die Gegner drin. Und da wir nicht in unmittelbarer Nähe zum Warenhaus sind, müssen wir uns erstmal dahin vorkämpfen. Das ist nicht so schön. Diese Map ist leichter, wenn man den Eingang des Warenhauses sieht, weil alle Gegner im Warenhaus spawnen. Oder fast alle. Ja, fast alle. Hier, Tefti, bist du. Du bist halt so ein kleiner Lockner, wunder dich nicht. Alles richtig so. Dasselbe gilt für den Glücksdruiden. Du gehst vielleicht mit nach hier oben. Hose raus, bis die Tage. Ciao, ciao. So, erste Runde ist vorbei. Nein. Der Eingang des eigentlichen Warenhauses, der zeigt immer nach hier unten. Ja? Und es ist leichter, wenn man dann hier unten irgendwo spawnt, dann sieht man nämlich direkt die Leute, die rausgehen und dann kann man die direkt abknallen. Wir haben jetzt das Problem, dass wir uns erstmal zum Eingang hinschleichen oder laufen müssen. Und dadurch halt wertvolle Runden verlieren und die Gegner sich einfach schon so zerstreuen können und dann im Grunde überall sein könnten. Wir werden aber gar nicht viel Zeit verlieren und wir wollen auf jeden Fall direkt über diese Straße laufen hier. Denn, ja, so wie hier mitten auf einer Straße stehen bleiben, ist nicht so geil. Vor allem, weil hier oben auf der Map erfahrungsgemäß Rohre langlaufen, die explodieren können, ja. Das hier. Das sind Rohre, wenn dagegen geschossen wird, nicht schön.
Dann gibt es eine Kettenexplosion und die ganze Map fliegt in die Luft. Mehr oder weniger die ganze. Nicht wirklich die ganze, aber viel. Viel der Map macht dann Bumm. Und wenn da Leute in der Nähe stehen, dann machen die Leute halt auch Bumm. Und ich weiß nicht genau warum, aber ihr wollt immer nicht Bumm für mich machen. Ihr wollt es einfach nicht. Tefty läuft auch noch ein bisschen nach oben. Okay. Da war eine Gildenhostess. Ihr kennt das Prozedere, die hätten wir gerne gefangen. Ob das was wird, das wird die Zukunft zeigen. Tschömerö, bye bye, ho. So, Papple Pappy läuft an das Ding ran. Wir können uns hier auch durch den Maschendrahtzaun schießen, da müssen wir nicht ganz unten rumlaufen. Aber ihr könnt das ganz gut sehen, ne? Diese beiden blauen Dinger hier, das sind quasi die Eingänge. Das ist so der Empfangsbereich und dann geht es halt diese Treppe hoch zum eigentlichen Warenlager. Und ja, es ist halt wie gesagt schöner, wenn man hier nicht jetzt rüberläuft. Jetzt sieht man es halt ganz gut. Um da rüber zu kommen, muss ich hier gleich mit Glengoy über die Straße laufen und bin dann hier mitten auf dem offenen Feld und habe auf breiter Flur keine schöne Deckung. Dasselbe gilt für Lunaro. Der sieht jetzt hier zum Beispiel einen GO. Könnt jetzt hier mitten auf der Straße stehen bleiben und das Feuergefecht beginnen. Aber das ist halt taktisch nicht so klug. Deshalb gehen wir hier lieber hinter diesen Säulen in Deckung. Ja. Soweit die Idee. Ich habe keinen Maschendrahtzaun-Durchschneider dabei. Wie heißen diese Dinger? Die haben Namen. Kneifzange. Keine Kneifzange dabei. Kein Seitenschneider dabei. Geht auch mit anderen Waffen. Wir können da auch ziemlich sicher einfach eine Granate hinwerfen und dann wäre der Maschendrahtzaun weg. Und ich denke mal, das werden wir wohl auch tun. Gleich. Müssen uns aber erstmal ein bisschen in Position bringen dafür. Oder Bolzenschere, Beißzange. Ja, guck mal, ihr kennt die ganzen Namen. Na, dass wir hier vielleicht gleich eine Granate hinwerfen, dann können wir hier direkt durchlaufen. Weil hier sind jetzt auch schon drei Leute, ne? Drei GOs sehen wir schon. Und keiner von uns ist in einer Position, als dass er schießen könnte. Die werden aber wahrscheinlich gleich das Feuer auf uns eröffnen. Okay, Granate scharf machen, Granate werfen, hier an die Ecke. Liegt hier und dann können wir dann nächste Runde penetrieren. Die Mission machen wir noch, dann mache ich den YouTube-Teil vorbei, liebe Leute. Wir dürfen jetzt natürlich auch nicht so nah an die Explosion ran. Yo! Lunaro sieht da gleich drei Leute und das ist für mich auf jeden Fall eine Grund genug, Glengoyne zu sagen, er soll doch mal seine Splittergranate in die Hand nehmen. 19 zum Scharfmachen, 26 zum Werfen, macht 30, 45 und er hat noch 56. Kommt hin. Hoffen wir, dass Glengoyne werfen kann. Nö, ist auf dem Gebäude gelandet. Lunaro, das ist riskant. Du machst es trotzdem. 23 und 31 sind 50, 54 und du hast 69. 69. Lunaro, du wirfst auch. Komm. Bam. Die Granate kam gut. Schon eröffnen die Gegner das Feuer. Und wir laufen zurück in Deckung und knien uns auch hin. Und Glengoyne, du gehst auch zurück in Deckung, nachdem du den Wurf verkackt hast. Alles gut. Hier oben warten wir einfach eine Runde und bringen uns in Position. Wobei, wir haben hier den Granatwerfer, ne? Sassy kann einen Schritt zur Seite laufen und vielleicht auch nochmal mit dem Granatwerfer hier reinballern. 35% Trefferwahrscheinlichkeit ist nicht viel, wir versuchen es aber. Ja, wir versuchen es. Bumm! Boom! Nice, das war schon mal ein guter Treffer. Einer tot, zwei bluten. Und dadurch, dass da gleich noch eine, beziehungsweise sogar zweieinhalb, sagen wir mal, Splittergranaten hochgehen, müssten wir die schon mal ganz gut beseitigt haben. Ganz da hinten steht noch einer, da kann der Matze mal einen Zielschuss abgeben und trifft halt den Maschendrahtzaun. Das ist halt Kacke, um diesen Maschendrahtzaun herumzuspielen. Okay, bumm, 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 bumm. Ja, und da sind schon ein paar Rohre explodiert. Die Security-Mitarbeiter-Fotze hat das tatsächlich hier noch überlebt. Nicht geil. Gar nicht geil, Leute. Mit dem Seitenschneider schneidet man Kabel. Nee, das stimmt nicht, Nightroom. Mit dem Seitenschneider schneidet man Seiten. Deshalb heißt das Ding Seitenschneider. Damit kannst du die Seiten von Musikinstrumenten schneiden. Es ist manchmal echt erstaunlich und erschreckend, was für ungehobelte, ungebildete Leute wir hier auf dem Kanal haben. Meine Fresse. Nitro, Nitro, Nitro. Das ist, glaube ich, weiß ich nicht, zweite Klasse oder so lernt man das. Junge! Was du meinst, ist ein Kabelverkürzungsgerät. Okay, ja, wir stürmen rein. Einmal um den Zaun rum.
stellen uns hier in den Rauch auch mit allem Mann. Wir hoffen, dass da keine Granate hinfliegt. Die Gegner dürften uns ja eigentlich nicht sehen. Sassy lädt einmal den Granatwerfer durch. Ploppy. Und Glücksruine, du kommst auch hinterhergelaufen, ne? Oder machen wir das gleich, ihr kleinen Lurker? Gut, Runde beenden. Danke sehr, Glücksruine, danke. Das ist Sinn der Sache. Gut, da ist einer rausgekommen und fängt eine Schießerei an, die er nicht gewinnen kann. Haben wir Locknass. Ja, Glücksruine, da du mir gerade ein Kompliment gemacht hast, kriegst du die erste Gelegenheit zu schießen. Schieß den G.O. mal bitte ab hier. Plams, plams, plams. Einmal in die Seite geschossen. Nochmal 6 Kugeln hinterher. Oder nochmal 3 Kugeln hinterher. Und guck mal, du hast ihn blutend zu Boden geschossen. Sehr gut. Dann geht Tefti mal gucken. Lagerhalle frei. Wir beziehen ja draußen Stellung. Und gehen weiter. Pappalapapp. Wir müssen uns gleich halt noch in das Gebäude kämpfen. Also in die Lagerhalle selbst. Das ist auch nicht so ohne weiteres. Hier unten ist die Gildenhostess. Die würde ich gerne gefangen nehmen. Das ist aber schwer. Vor allem, wenn man sie von hinten in den Kopf schießt. Die ist nicht gefangen genommen. Oh, hier unten ist noch ein GO mit einer Spraygun. So eine Art Maschinenpistole. Lunaro. Ach, du siehst ihn nur, wenn du stehst, weil dein Kopf dann aus dem Rauch ragt. Ist auch interessant. Und da unten ist sogar noch jemand. Einmal und... Der steht da oben. Der ist mir egal. Schieß erstmal den hier unten ab, bitte. 40% Treffsicherheit. Das muss passen. Das muss passen, Lunaro. Lunaro, das muss passen. Keiner ist da, der dir hilft, Junge. Interessiert ihn nicht. Er macht es trotzdem nicht. Gut, der Matze, den ziehen wir hinterher. Aber die Einheiten hier sind halt noch so langsam und so untrainiert, dass sie nicht wirklich eine Chance haben, sich dem Kampf anzuschließen, bevor es zu spät ist. Wir schießen einmal von hier oben. Sogar zweimal, aber... Ja, und der Typ wehrt sich mit der Spraygun. Schießt zum Glück eh nicht beschissen. Aber wir haben keine Bewegungsenergie mehr, um in Deckung zu gehen. Gut, wir ziehen noch Naemi hinterher. Die soll in Deckung bleiben. Und im Grunde sind wir dann durch, ne? Ne, wir haben noch Sassy mit dem Granatwerfer, aber der kann, glaube ich, nicht nach da unten schießen. 51% Trefferwahrscheinlichkeit. Oh Gott, wir versuchen es. Komm, Sassy, mach mich glücklich. Komm, komm, komm. Bam! Das war gut. Wir haben irgendwie diesen hochexplosiven Tank neben ihn in die Luft gejagt. Das war ordentlich. Guter Schuss, Sassy. Guter Schuss. War zwar ein indirekter Treffer, dadurch, dass du einfach explosive Fässer neben ihn in die Luft gejagt hast. Aber wenn es funktioniert, werden wir uns ja nicht beschweren. Schönes Reaktionsfeuer übrigens hier. Der Typ läuft da hinten lang. Wurde aufs Korn genommen. Tefti, Zielschuss. Mal gucken, ob du ihn triffst. Durch den Maschendrahtzaun. Ja, Schuss verwandelt. Sehr gut. Einmal lasse ich dich noch schießen, Schnellschuss, nachdem du dich hingekniet hast. Das war ein direkter Kopfschuss und der Gegner stirbt. Das ist tatsächlich das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt in dem Spiel. Es gibt keine Hitboxen, also im Sinne von, dass man bestimmte Körperteile treffen kann. Das wäre noch ein richtig geiles Feature. Dass man Leute in die Hände schießen kann, um sie zu entwaffnen oder so, wie in Fallout oder von mir aus auch in einem Jack the Lions. Das wäre eine richtig geile Mechanik, die es hier nicht gibt und ich glaube auch in späteren XCOM-Teilen gibt es hier nicht, ne? Oder? Kennt einer die moderneren Teile? Da geht das, glaube ich, auch nicht. So einen Mods-Modus gibt es da in meinen Augen nicht. Ich weiß auch nicht, wie sie das geschafft haben. Das Kampfsystem ist halt deutlich schlechter geworden. Mit jedem Teil, der neu gekommen ist, haben sie das Kampfsystem verschlechtert. Was ich echt schade finde. Aber sie haben es immer mehr vercasualisiert. In den neuen Teilen gibt es nur drei Zustände. Du stehst ohne Deckung, du stehst hinter halber Deckung oder du stehst hinter ganzer Deckung. Alles andere ist egal. Schusswinkel, Entfernung und der ganze Turbo ist egal. Es zählen diese drei Werte mehr oder weniger. Das ist richtig schade, Mann. Und hier spielt irgendwie alles gefühlt eine Rolle. Das Savvy Girl hier oben hat Wurfsterne in der Hand. Ninja-Sterne. Und der Gilden-Security-Mitarbeiter vor uns hat eine Gun. Wir werden den erstmal mit der UAC-Gun, die wir hier vorne haben, eine Chain-Gun ist das, glaube ich, eine UAC-Chain-Gun weghauen. Nicht mit einer Maschinenkanone zu verwechseln. Das Ding hier hat keine Reichweite, also keine lange Reichweite und sollte eher als eine Maschinenpistole äquivalent gesehen werden für diejenigen, die stark genug sind, es zu benutzen. Double Kill, papalapap und noch ein bisschen den Server da hinten weggeschossen, sehr gut. Glengoyne geht hier gucken, wir haben hier noch einen Gilden Security Mitarbeiter, den holen wir uns nicht diese Runde. Das macht die Chain Gun nächste Runde. Naemi geht nach hier links gucken. Ist da noch was drin? Nein. Nein. Quartiere sind frei. Der Rest kommt hier oben reingelaufen.
Und dann könnte es das gewesen sein, ne? Ich weiß nicht genau, ob hier unten jetzt noch jemand ist. Der Matze geht mal gucken. Hatten wir hier oben nicht noch jemanden, sag mal? Bin ich bescheuert? Keine Antwort. Aber war da unten nicht noch einer von uns? Den habe ich hier reingeschickt, Lunaro. Ja, ja, okay. Gewonnen! Der letzte kapituliert. 9 Leute umgenoggert, einer kapituliert. Die Werkstatt, hätte ich beinahe gesagt, Quatsch. Der Lagerraum gehört uns, Leute. 154 Punkte gesammelt. Durch die Bankweg-Erfahrung, Matze und Naimi gehen leer aus, die haben nicht geschossen, aber Tefti, guck dir das mal bitte einfach an und Glücksruide du auch. Für Tefti gibt es 4 Zeiteinheiten, 3 Ausdauer, 5 Trefferpunkte, 3 Genauigkeit, 2 Stärke, 5 Freshness. Glücksruide, eine Zeiteinheit, 3 Ausdauer, 3 Trefferpunkte, eine Reaktion, eine Genauigkeit, eine Stärke und 2 Freshness. Was geht denn, Junge? Junge! Gilden Security haben wir hier einen abgestaubt, der hat halt aufgegeben. Mutanten, Pornos und hier, wir finden hier halt wirklich wichtige Sachen, ja. 60 mal Metalle, 5 mal Chemikalien und vor allem 10 mal leitende Kabel, die sind wirklich wertvoll. Vor allem jetzt, wo es langsam in Plasma- und Laserwaffentechnik geht. Wir haben nicht genug Splittergranaten. Dann kaufen wir nochmal 10 Stück, die kosten nicht die Welt. $20.000 ausgegeben, fertig ist. Und das, während ich eine geraucht habe. Ja, guck mal, Tefti, so läuft's, ne? Und sogar noch mehr, du bist ein Mörder, Tefti, ne? Du bist jetzt verrufen. Erhöht deine Werte ein bisschen. Papalapap ist ein eiskalter Killer, weil er 2 Kills in einer Runde gemacht hat. Sehr gut. Das lief. Gute Mission. Ich mache den YouTube-Teil einmal aus, wir machen aber noch eine Stunde weiter, liebe Leute. Ja, das heißt, ich nehme gleich den nächsten Teil auf und ihr bitte auf YouTube, ihr guckt auch gleich den nächsten Teil, ne? Einfach anmachen.